Hey Leute, hier ist Jens von Basic Tutorials. Solltet auch ihr so eine Haushaltsmuffel wie ich sein und nicht das nötige Kleingeld für eine Haushaltshilfe besitzen, ist ein Saugroboter wahrscheinlich die optimale Lösung. Und da seid ihr nicht allein. Der stetig wachsende Markt smarter Roboter für den Hausgebrauch macht dies mehr als deutlich. Dass die kompakten Haushaltshelfer längst nicht mehr nur deine Böden von Staub befreien können, zeigt der Roborock Q7 Max Plus. Schließlich kommt dieser nicht nur mit einer beeindruckenden Saugleistung daher, sondern kann obendrein auch noch wischen und bietet eine praktische Absaugstation. Dabei möchte Roborock mit seinem Mittelklasse-Modell in etwa die Leistung bieten, die es bei Flaggschiffen wie dem S7 hat. Ob das dem chinesischen Unternehmen gelingt? Wir verraten es euch! Der Roborock Q7 Max Plus kommt im klassischen kreisförmigen Design daher. Dabei fällt insbesondere die hohe Verarbeitungsqualität auf, die auf jeden Fall mit dem Roborock S7 mithalten kann. Auf der Oberseite des Saugroboters thront der LiDAR-Sensor, dessen Lasertechnik für eine zuverlässige Kartierung und Orientierung sorgt. Leider sorgt dieser auch dafür, dass der Q7 Max Plus nicht unter sehr flache Möbel passt. Der typische Bumper an der Front und seitlich angebrachte Sensoren sollen dafür sorgen, dass der Q7 Max Plus nicht mit Gegenständen oder Personen kollidiert oder diesen Schaden zufügt. Roborock setzt hier, anders als bei seinen Flaggschiffen, auf Infrarotsensoren und nicht auf moderne optische Sensoren. Das sorgt dafür, dass flache Gegenstände wie Zeitschriften oder Badelatschen vom Saugroboter nicht erkannt werden. An der Unterseite findet man neben den vier Absturzsensoren, welche Treppenstürze vermeiden sollen, auch die wartungsfreie Hauptbürste. Diese ist dank ihres knalligen Oranges nicht zu übersehen und ein echtes Highlight des Q7 Max Plus. Roborock setzt hier auf Gummilamellen, die festhängenden Haaren oder anderem Schmutz bestens vorbeugen. Dank ihres schwimmenden Designs liegt die Bürste immer eben auf dem Boden auf, was dem Q7 Max Plus ermöglicht, seine 4200 Pascal Saugleistung bestens auf den Untergrund zu übertragen. Das wird auch an den Saugergebnissen deutlich. Auf allen erdenklichen Bodenarten hinterlässt er ein tolles Bild. Hat der Q7 Max Plus einen Raum deiner Wohnung einmal erfasst, fährt er diesen zunächst an den Rändern ab, um ihn anschließend in kreisförmigen Bewegungen zu reinigen. Und das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen und hält problemlos mit dem Roborock S7 mit. Anders sieht es beim Wischen aus. Da Roborock hier nicht die Vibrationstechnologie des Flaggschiffs verbaut, sondern auf den Federmechanismus älterer Topmodelle setzt, ist das Wischergebnis nur eine gute Ergänzung zum Saugen. Auf alleinige Wischtour würde ich den Q7 Max Plus folglich nicht schicken. Daraus resultiert auch, dass der Q7 Max Plus seine Mob-Einheit nicht anheben kann. Wer den Saugroboter also auf Teppichböden schickt, sollte dies am besten abmontieren. Hat der smarte Haushaltshelfer seine Reinigungstour beendet, fährt er zurück in seine Station. Und diese besteht beim Q7 Max Plus nicht nur aus einer bloßen Dockingstation, sondern bietet obendrein eine praktische Absaugstation. Hier wird der gesammelte Schmutz dort abgesaugt, wo er in den Saugroboter gelangt ist. Dank der Station, die für das Plus im Namen steht, musst du den Kombibehälter bestehend aus Staub- und Wischwasserbehälter des Saugroboters selber gar nicht leeren. Stattdessen saugt die Station den kleinen Roboter jedes Mal beim Andocken ab. Gesammelt wird der Unrat dann im 2,5 Liter großen Staubbeutel. Roborock spricht davon, dass dieser nur etwa alle 7 Wochen entleert werden muss. Sehr komfortabel. Bei der Steuerung kannst du entweder auf die klassische Bedieneinheit am Gerät selbst setzen oder aber die praktische Roborock-App nutzen. Wir empfehlen schon allein aufgrund des schieren Funktionsumfangs letzteres. Hier kannst du in Echtzeit einsehen, wie der smarte Haushaltshelfer deine eigenen 4 Wände reinigt und wo er schon geputzt hat. Nach der ersten Erkundungstour deiner Wohnung erstellt der Q7 Max Plus eine detaillierte Karte. Dem Grundriss weist die App dann automatisch Räume zu. Nach Lust und Laune kannst du jedem Raum dann noch einen Bodentyp zuordnen. Dies ermöglicht eine individuelle Reinigung bestimmter Bereiche deiner Wohnung. Obendrein kannst du hier entscheiden, ob und in welcher Stärke der Saugroboter saugen, wischen oder beides soll. Bereiche mit empfindlichen Möbeln oder beispielsweise das Körbchen deines Hundes kannst du mithilfe von Sperrzonen oder unsichtbaren Wänden im Grundriss markieren. Diese meidet der Saugroboter dann zuverlässig. Aber wie ist er denn nun, der Mittelklasse-Saugroboter von Roborock?
Der Hersteller selbst verspricht mit dem Q7 Max Plus bewährte Features der Flaggschiffe zu einem günstigeren Preis. Und dieses Versprechen hält Roborock ein. Wer auf optische Sensoren verzichten kann und nicht allzu viel Wert auf die Effektivität der Wischfunktion legt, muss bei der Q-Serie offensichtlich keine Einbußen machen. So bekommt man hier die gewohnte Saugleistung der Flaggschiffe, zuverlässige LiDAR-Navigation und tolle App-Features. Die praktische Absaugstation rundet das Gesamtpaket ab und macht aus dem Q7 Max Plus einen richtig tollen Saugroboter. Starting to clean.